Markus Vollner schuftet für sein Comeback. Im Trainingslager des FCA arbeitet der Neuzugang nach seiner Schulterverletzung aus dem ersten Testspiel individuell mit Fitnesscoach Thomas Barth. Zweikämpfen muss der 32-Jährige zwar noch aus dem Weg gehen, aber vielleicht kann Vollner beim ersten Pflichtspiel gegen Magdeburg schon wieder mitmischen. Natürlich versuche ich da bis dahin wieder fit zu sein. Ja, also ist ja noch ein bisschen hin. Ich hoffe, dass ich nächste Woche habe ich einen MRT-Termin und da wird sich das, denke ich, dann auch bestätigen, dass das soweit ganz gut verheilt ist und dass ich dann wieder einsteigen kann ins Mannschaftstraining. Von der Verletzung einmal abgesehen, hat sich Vollner beim FCA mittlerweile richtig gut eingelebt. Vor allem das Augsburger Umfeld hat es dem Neuzugang vom 1. FC Nürnberg angetan. Ich fühle mich, als wäre ich schon 2 Jahre hier, also muss man wirklich sagen, alle Leute nehmen einen sehr herzlich auf. Ist ja schon so, dass immer was Neues dann auf einen auch einprasselt und dass es einfach schön ist, wenn man dann so herzlich aufgenommen wird. Der Teamgedanke spielt beim FCA schon immer eine wichtige Rolle für den Erfolg. Vollner hat bei seinem neuen Verein aber sogar noch ein paar weitere positive Eigenschaften ausgemacht. Es war einfach sensationell, wie sie sich die Jahre zuvor dann auch immer wieder von unten rausgekämpft haben, dann eine tolle Rückrunde hingelegt haben. Also das verfolgt man alles. Und dass hier in Ruhe gearbeitet wird, dass hier wirklich Schritt für Schritt dann auch gegangen wird, um die Mannschaft dann zu verbessern, um noch mehr einzufordern. Und ja, man sieht, es hat Früchte getragen. Früchte tragen soll auch das Trainingslager in Walchsee. Insgesamt eine Woche bereitet sich das Team von Markus Weinzierl in der österreichischen Idylle intensiv auf die neue Saison vor.